So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder mal da mit einem Community Raid und die Leute drehen durch, ich sag's euch. Der Wintersturm bricht ein, also der Schnee fliegt schon wieder rum. Ich habe aber gelernt, ne, wenn es schneit, mach keine Raids draußen, such dir eine Behausung, eine Hütte, irgendwas. Jetzt habe ich hier gesehen, da wo ich jetzt stehe, ist ein Kindergarten. Und der Kindergarten ist auch die Arena. Wenn ich das mal rumdrehe, hier ist so eine schöne Gartenhütte, ne? Da kann man rein, sich unterstellen, da ist hier Spielplatz, alles, da ist der Maßregel, alles richtig fett, richtig dope. Das Problem ist aber, das ist ja zu, ne? Corona, du kannst da nicht rein, außerdem ist es sowieso schon verwerflich, bei einem Kindergarten, einer Kindertagesstätte eine Arena hinzubasteln. Haben sie gemacht, konnte ich nichts dazu, ist auch schon auf Gold. ich habe wieder einen Community Raid gepostet und keiner weiß, was es ist. Das ist das Gute, das ist der Überraschungseffekt. Ihr seht es jetzt hier im Video, es ist ein Kyogre. Heute Groudon und Kyogre natürlich neu da. Und guckt euch mal an, was passiert ist bei YouTube. Nee, hier YouTube. Sieht alles gleich aus, alles rote Apps. Ich habe die Listen geteilt, also ich habe die Übersicht geteilt. Die Werte von Kyogre, die Konda, sonst was, alles mögliche dazu. Das gleiche habe ich auch bei Groudon gemacht. Jetzt waren manche Leute so schlau und haben sich darunter eingetragen, obwohl das ja eine Infografik war. Und wundern sich jetzt, hä, was ist denn jetzt mit der anderen Liste? Es gibt doch aber gar keine Liste. Die einzigste Liste kommt jetzt hier von mir. Die habe ich nämlich eben gepostet, habe den Raid für 3/4 angesetzt. Ihr seht, es steht ja hier dabei, 12.45 Uhr Höhen Community Raid. Ivar Mild und Ivar Pikant laden ein. Bei Interesse bitte Trainercode und Ingame-Name in die Kommentare. Die ersten 10 werden eingeladen, bekommen ein Herz, sobald die Freundschaftsanfrage raus ist. Jetzt habe ich die ersten 10 eingeladen und ihr seht jetzt schon 39 Kommentare. Ich mache das immer nach Neueste zuerst. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil wer zuerst kommt, malt zuerst. Und dann muss ich natürlich auch von unten einladen. Die ersten 10, die ich jetzt einladen werde, sind also hier. Banone, GHI, irgendwas. Dann Hahaha, was für gute Namen, wird auch eingeladen. Linus der Pinus wird eingeladen. Paula, Jonas, Jonaspfe wird auf jeden Fall auch eingeladen. Dann haben wir hier, der Timo wird eingeladen. Ball, Boa, Lauro, der hat zwar nur seinen Namen geschrieben, hätte ich also nicht einladen dürfen, aber er hat im Kommentar unten drunter noch seinen Trainercode geschrieben. Das hat ihm den Arsch gerettet, sagen wir mal, wird also eingeladen. Dann wäre Mr. Bliss dran gewesen, bei dem habe ich 4 oder 5 Mal den Trainercode eingegeben und es stand jedes Mal da, Spieler nicht gefunden. Ich dachte, es liegt an mir, vielleicht liegt es immer noch an mir. Ich habe das noch 5 Mal probiert, Spieler nicht gefunden. Musste ich weitermachen, habe jetzt Shiggy und Hannes noch dazu genommen hier. Man sieht so viele Leute, die danach noch kamen, auch bekannte Leute, die sonst immer dabei sind. Diesmal aber auch ein paar neue Leute. Ich will gar nicht, was hier noch alles steht, aber am besten fand ich hier oben den Spruch. Was soll das jetzt? Was ist mit der anderen Liste? Den ganzen Tag, es gab noch keine Liste, gar nichts, weil kein Raid da war einfach. Ich wollte schon mega einfach rausposten, aber selbst das war nicht da. Das ist der allererste Fünfer, der nach 11 jetzt bei uns hier aufgegangen ist. Und ich habe den auf 45, weil ich muss ja erstmal hinkommen. Ich konnte vorher auch nicht sagen, ist es das, wichtig ist ansetzen und hin. Beim zweiten wird es schwieriger, da muss ich erst warten, bis der auf ist. Und wenn er auf ist, den dann posten und dann habt ihr ja noch mehr Zeitdruck. Aber was, wo ist die andere Liste? Was soll das jetzt, Ramses? Auf jeden Fall laden wir gleich alle ein. Mr. Bliss schreibt hier auch, du hast mich übersprungen. Dein Trainercode ging nicht. Es tut mir leid. Ich habe ihn 3-4 Mal eingegeben. Wann kommt der andere? Weil heute waren ja 2 angekündigt. Das kann auch kein Mensch sagen. Ich weiß doch jetzt noch nicht, wann irgendwann ein Groudon aufgeht. Die meisten Fragen könnten sich die Leute selbst beantworten, aber der zweite kommt, wenn er kommt, aber dafür muss er erstmal da sein. So, die habe ich auf jeden Fall alle jetzt eingeladen. Ansonsten, was kann ich euch noch zeigen, jetzt wo wir wissen, dass es Kyogre ist, können wir ja kurz mal hier auf diese heftige Grafik drauf gucken. Ihr nehmt natürlich am besten Elektroangreifer oder Pflanzenangreifer, weil das ist ja vom Typ Wasser, nur Wasser. Den 100er Wert könnt ihr euch auch merken. Der ist nämlich
23:51 oder 29:39. Ich denke mal, es schneit, es wird keinen Wetterboost haben. 23:51 und der ist aber auch bei Kyoko und Groudon gleich. Ich werde mir jetzt irgendwas basteln, weil ich habe ja hier nichts zum Hinlegen. Das ist es ja. Hier ist einfach nur überall Schnee und Zeug und überhaupt. Ich könnte jetzt hier einbrechen und über den Zaun klettern, mich gemütlich da an den Tisch setzen. Wir gucken einfach mal, ob die Tür auf ist. Ist sie bestimmt nicht. So, Tür ist zu, genau. Tja, dann gibt es nichts zum Hinsetzen. Wenn jetzt es offen gewesen wäre, dann wäre das ja kein Einbrechen. Diese Gartenhütte hier vorne reizt mich. Die sieht so schön aus. Da einfach reinsetzen, ganz gemütlich. Das wäre heftig. Wir müssen es anders machen. Ich melde mich gleich zurück. Mein Tipp, nehmt immer ein Skateboard mit, egal wo ihr hingeht. So, da sind wir zurück. Und was habe ich gesagt? Nehmt immer ein Skateboard mit, wenn ihr unterwegs seid und raiden wollt. Das ist zwar schon ziemlich zerschreddert, aber hat ein grünes Grip Tape, wie man hier sieht. Und ist von der Marke Zero. Da packe ich euch jetzt gleich hier so hin. Den Rest packe ich mir jetzt alles hier drauf, denn sonst habe ich immer dieses IKEA-Brettchen gehabt. Das habe ich aber jetzt vergessen. Das liegt noch im Schlafzimmer irgendwo rum. Und das heißt, ich muss alles nebeneinander hier hinlegen. Es ist auch jetzt gleich 3/4 in einer Minute. Das heißt, wir werden die Leute einladen. Jetzt hört man sogar Bing Bing. Gut. Da waren kurz so eine Art Kirchenglocken, irgendwas. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Start. Hier ist das Brettchen. Das neue Deluxe mit Rollen. Ist das nicht genial? Wir gehen jetzt rein, wir laden ein, dann machen wir den Raid. Und sorry an die Leute, die jetzt zu spät kamen. Oder an Mr. Bliss, bei dem der Trainercode nicht ging. Ich habe ihm gesagt, er soll mich mal privat anschreiben. Ich vermittle ihm extra einen Raid, nur für ihn, damit er da auch raiden kann und Glück hat. Denn er war ja eigentlich dran. Er war ja, er kam ja mit einer unter den ersten, aber irgendwie scheint es Probleme mit dem Code gegeben zu haben. Deswegen möchte ich ihn, weil er rechtzeitig sich eingetragen hat, trotzdem was Gutes tun. Aber weil der Code nicht ging, musste ich dann einen danach noch mitnehmen. So, der Rest hat sich eigentlich auch aufgeklärt, glaube ich. Dem Dings wurde das erklärt auch, wieso der sich jetzt hier eintragen muss und das mit dem Bild nichts zu tun hat, weil das mit dem Bild, das wird ja immer gepostet, das Bild eben von den Kondern, von den WP, von den Typen, von sonst was, was man alles braucht, das ist ja nur eine reine Infografik. Da stand ja keine Uhrzeit, da stand nichts mal von einem Ray, da stand ja gar nichts. Also, obwohl das Leute sind, die eigentlich schon länger dabei sind, wundert man sich trotzdem immer wieder aufs Neue, dass dann, naja, alles so chaotisch ist. Soll ich jetzt extra noch ein Video machen und schreiben, so funktioniert der Community Raid? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich dachte immer, das passt. Klar, Sabrina, bei der ist das anders. Die macht so einen Post und dann sammeln sich die Leute und dann nimmt sie bei der Raid-Stunde dann ein paar Leute von da mit und macht mehrere Raids mit denen, aber es ist ja nicht jeder Kanal gleich. Jeder hat sein eigenes Konzept. Wenn ihr vielleicht bei verschiedenen Kanälen unterwegs seid, ihr seid das gewohnt von dem, dass das so ist. Der nächste macht's wieder so. Kann natürlich für Verwirrung sorgen. Wir drücken jetzt hier mal auf Handys. 23:51 müssen wir uns merken. Und ja, keine Ahnung. Wo ist ein Hauptaccount? Beim Hauptaccount muss ich aber auf die Ladeattacke drücken, weil die Leute sonst wieder sagen, ah, du hast da voll daneben gedrückt die ganze Zeit. Das geht natürlich nicht. Alter, ich habe überhaupt keine Ahnung. Sonst ist das so gemütlich. Sonst legt man einfach vier nebeneinander, zwei unten drunter. Man kann das schön drücken mit den Fingern, mit den Daumen. Jetzt 6 Stück nebeneinander ist einfach richtig dumm. Hätte ich lieber meine Hutablage mitgenommen, hinten im Auto, dann hätte ich das alles da ausgebreitet und mich hingestellt. Wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Oder am besten eine Arena, wo man sich trotzdem unterstellen kann und ein Tisch ist oder irgendwas. Es gibt so viele Schlupflöcher, aber jetzt gerade im Winter, wo einfach alles nass ist und alles zugeschneit, ist es halt immer
so eine Sache, dass man da wirklich was findet, wo man in Ruhe raiden kann. Und ihr wisst ja, beim letzten Mal, wo ich da beim Friedhof war, da oben beim Eingang, es hat so auf die Handys drauf geschneit die ganze Zeit. Die Displays waren so versüfft, dass die Handys haben gar nicht mehr reagiert. Dadurch konnte ich manche Leute gar nicht einladen. Also bevor das passiert, da setze ich mich halt lieber ins Auto wie so ein Klotz und boah, sitze ich halt hier. Das Vieh ist auch ins Tod. Wir gucken mal, ob ein Shiny dabei ist. Wir gucken mal, ob sonst was dabei ist, ob was Gutes dabei ist. Auf die IV habe ich jetzt noch nicht geachtet beim Schrumpfen. Ich drücke mal die Kleinen alle durch. So, das sieht schön aus natürlich, auch mit dem Hintergrund, mit dem weihnachtlichen Schneehintergrund. Das noch. Mhm. Hier ist die Pokémon-Aufbewahrung voll, das ist sehr schön. Schmeißen wir mal einen Honlio weg. Gehen jetzt nochmal drauf. Oh, das sehe ich aber schon was Gutes. Wenn man das als gut bezeichnen will. So, ich möchte euch kurz die zeigen, die jetzt hier drauf sind. Wir haben hier zum Beispiel, wir haben jetzt 23,21, wir haben 23,41, 23,31, 23,15, 23,22. Das 23,41er ist auf jeden Fall stabil. Von denen würde ich auch probieren, alle zu fangen, da das eben ein nützliches Pokémon ist. Jetzt muss ich aber den ganzen Bamfle mal hier rüberlegen. Wir gucken jetzt einfach auf den Großen, was der Große hat. Fangen das bei dem Großen live. Ist auf jeden Fall kein Shiny, aber... Ja toll. 23,05. Das ist auf jeden Fall wieder das Schlechteste aus der ganzen Runde. 23,41 ist auf jeden Fall brutal. 23,05 ist schlecht. Bei Kyogre haben viele immer Probleme gehabt, das zu fangen. Früher. Weil man so weit werfen musste, man musste den Ball so extrem curven und so weit wegziehen, dass viele das nicht getroffen haben. Irgendwann haben sie das dann vorgesetzt. Wenn ihr das nicht glaubt, prüft das mal, ganz alte Videos. Die Leute haben geworfen, das war so schwer, überhaupt den Kreis zu treffen, weil die Distanz immer zu gering war. Die wussten überhaupt nicht wie und wo und was. Sodass Leute begonnen haben, immer nur noch den Ball nach vorne zu ziehen. Dann haben sie das irgendwann vorgesetzt, dass es nicht mehr so weit hinten hängt. Seitdem kann man es eigentlich besser treffen. Was mich aber jetzt schon nervt an Kyogre, dass es halt einfach immer zu nach links und rechts geht und dann am Rand hängt. Ich hasse das. Ich mag Groudon 1000-mal lieber beim Fangen. Das sitzt einfach in der Mitte, guckt doof. Und greift immer zu an. Aber du weißt, wenn es angreift, kannst du jetzt werfen. Bei Kyogre dieses ständige Hin und Her. Und dann ist es mal in der Mitte und macht natürlich nichts. Und dann geht's wieder an den Rand. Und wenn es angreift, dann am Rand. Jetzt haben wir es einmal in der Mitte, können draufwerfen. Und haben es natürlich vermasselt, da wir schon seit 100 Jahren kein Kyogre mehr gefangen haben und erstmal die Distanz wieder abchecken müssen, also weniger Kraft. Ihr müsst bedenken, es sitzt weiter vorne als damals. Wer das zum ersten Mal hat, denkt einfach, das steht ein Meter vor euch und ihr müsst nur die Hand ausstrecken, dann habt ihr das. Aber dieses 100 Jahre warten, bis man da mal draufwerfen kann und es angreift, das ist so kräftezehrend einfach. Da habe ich schon gar keinen Bock, in der Raid Mania oder so, etliche zu fangen. Wäre zwar cool für die XL-Bonbons, aber dieses ständige Warten nervt einfach nur ultra. Hier. Jeder andere Raid-Boss wäre jetzt schon fertig, wäre schon drin. Und das war so lasch geworfen. Der zweite war nämlich auch drüber, der zweite war auch zu viel. Jetzt wirft man so lasch, so richtig so mit halber Kraft und es ist perfekt, ja. Gleichzeitig seht ihr natürlich, dass da auch bei einer Aufgabe der Fortschritt weitergegangen ist, denn heute kam auch eine neue kleine Forschung dazu, die Höhen-Feierforschung, fange zwei Groudon, fange zwei Kyogre und dann bekommt ihr wohl ein Rayquaza am Ende als Belohnung raus. Macht das auf jeden Fall, macht das mal mit. Gleichzeitig gibt es auch die Höhen-Sammler-Herausforderung, wisst ihr ja für die Sammlermedaille, dass ihr das machen könnt und... Ja, dann würde ich sagen, war es das kurz von meiner Seite aus. Ich muss jetzt nur warten, dass ein Groudon irgendwo aufgeht.
Jetzt könnte ich theoretisch fast hier stehen bleiben, weil in der Nähe die Tischtennisplatte ist, aber wenn dann da ein Kyoko drin ist, habe ich umsonst gewartet. Ich gehe also fix heim, versuche jetzt schon mal das Video zu schneiden und dann muss ich warten, bis ein Groudon auf ist. Und erst wenn das Groudon auf ist, kann ich das dann posten. Beim ersten war es egal. Denn egal, ob es Kyoko oder Groudon gewesen wäre, wir hätten den auf jeden Fall gemacht. Der zweite muss jetzt aber ein Groudon sein, weil der erste ein Kyoko war. Schreibt ihr mal drunter, habt ihr ein gutes bekommen? Wie viel IV hatte eures? Wie viele WP hatte eures? Habt ihr vielleicht eins mit Wetterboost gehabt? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe euch eingeladen, ihr habt mein Wetter einfach mitgenommen. Oder wer von euch hat einen Shiny gehabt? Schreibt es mal drunter, wir sehen uns dann wieder bei Groudon. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.